So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, wir sind hier immer noch mittendrin in der Action und... Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Was ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Ah, Gott im Himmel. Okay, da können wir uns drauf verlassen, dass es eine ab 18er Sperre kriegt. Dieser kranke. Kranker Hund, der kranke, ey. Boah. Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Lasse das Massengrab. Ich will das Zeug von den Piraten zurückholen. Ausrüstung zurückbeschaffen. Boah, das war jetzt ja mal echt mehr als krank. Kranke, wirklich kranke, extrem kranke Scheiße. Wo sind wir gerade? Okay, haben wir irgendwas? Wir haben ein Messer. Mit dem wir aber nicht kämpfen können, komischerweise. Kann damit nichts machen. Pisst euch! Geht weg! Lasst mich allein! Lasst mich zufrieden! Boah, das Spiel wird ja immer krasser und krasser, aber geil! Hallo? Ich hab keinen. Also ich habe nichts mehr.
Durchsuche das Lager nach deiner Ausrüstung. Okay. Was ist das? Okay, muss ich nochmal hoch. So ein Zivilist. Da ist zwei. Hi. So einfach ist es. Ach, Scheiße. Oh nein. Was? Was ist das? Leuchtpistole. Das ist eine Leuchtpistole, manchmal auch Signalpistole genannt, obwohl du damit sicherlich keine Signale geben wirst. Warum sollte man hier auch auf sich aufmerksam machen wollen? Trotzdem kann die Leuchtpistole dein Leben retten, wenn du damit jemand ins Gesicht oder die Weichteile schießt. Denk dran, im Kampf Weichteile gegen Leuchtpistole gewinnt immer die Leuchtpistole. Alles klar, dann lad mal nach, bevor ich hier verbrenne. So, wo ist jetzt unser... Ach Gott. Gott, das ist krank, das wird so schwer. Ablad nach. Und dann... Jetzt stirbt er, oder? Depp. Klasse, jetzt hab ich keinen Schuss mehr. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Leiche mal plündern. Eine Granate immerhin. Okay, die hat zwar jetzt nicht wirklich gut getroffen, aber immerhin besser als gar nicht. Dann jetzt noch den anderen. Und schnappen schnell. Den haben wir ja schon. Was machst du hier? Den da? Leiche plündern. So. Jetzt kriegen wir dann eine Goldkette. Ha. Hab ich jetzt hier noch einen Schuss? Nee. Wartet mal, ich muss jetzt gucken in den Fähigkeiten. Schwerer Niederschlag oder sowas haben wir doch uns gegönnt. Wo war denn das hier? Ne, schwerer Niederschlag. Ich muss jetzt irgendwie an den rankommen. Okay, es passt. Da drin ist unser Zeug. Klasse. Okay, dann mal los. Puh. Erfolg, habe ich dir gesagt? Dann haben wir jetzt wieder alles, was wir brauchen. Gleich mal nachladen. Fehlt noch ein Schuss. Warum aber tun die das hier hin? 5000 XP. Oh. Der kommt. So. Tot. Arsch.
Hallo? Schließen! Ich muss dich warnen. Vaas ist ein großer Krieger, aber Hoyt ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst Vaas, dann Hoyt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Sprich mit Hulk ist immer noch aktiv. Neue Initiationsritus. Okay, triff Citra. Oh Mann. Ich bin ganz außer Atem. Das ist so anstrengend, Leute. Ich sag's euch. Wo ist Citra? Wahrscheinlich am im Bunkerloch da links. Ja. Einwandfrei. Wollen wir da jetzt noch hingehen? Wir machen so viele Missionen, wisst ihr? Das ist doch krank. Taugt es euch überhaupt? Ich weiß ja nicht. Vielleicht wollt ihr auch echt nicht so viele Missionen sehen. Ich muss mal schnell was trinken, sorry. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das euch taugt, wie ihr die Story und so findet. Und marschieren wir zu Citra. Da geht's rein. So, Citra-Schnecke, jetzt kommen wir. Ja, lass mich durch! Gott! Schnucki! Wo bist du? Die Tür auf! Oh, da ist nur das da drüben auf. Da ist auf. Sag einmal. Aha. Geile Scheiße. Lasst uns allein. Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich hab dir was mitgebracht. Es ist soweit. Trink. Es ist giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Folge dem Pfad. Oh Gott. Was ist das? Hallo, ich kann hier nicht hochlaufen. Was bitte ist das für ein Ding? Was geht ab? Boah! Fuck! Was ist das? Was soll ich machen? Was? Ich hab einen Bogen? Muss ich den töten oder was? Besiege das Tartau-Monster. Ja und wie? Boah! Shit, voll daneben gefeuert. Muss ich das einfach abschießen oder was? Und der darf mich nicht unbedingt anbrennen, nehme ich an. Scheiße, ich sterb gleich. Soll ich mal aufpassen? Komm jetzt, wie viel hält denn das doofe Ding aus? Boah, ist das hässlich, das Ding. Oh oh, was ist jetzt? Was ist jetzt? Alter! Was ist das?
Heil dich. Oh, ich hab Schiss. Was ist das? Klasse, jetzt ist die Alt wieder da, oder das Alte. Keine Ahnung, was du bist. Warum habe ich überhaupt so komische Sprengpfeile? Verzieh dich! Boah. Lass mich in Ruhe. Und geh heim. Zu deiner Mutter. Die Dinger, die ziehen mir ja nicht mal was ab, oder? Nicht sonderlich viel. Hopp. Ins Gesicht. Und Treffer. Und Treffer. Also, das bringt wirklich nur was, wenn ich der wirklich mitten ins Gesicht neu feuer. Ich sag jetzt einfach mal der, weil das für mich aussieht wie... Jetzt ist kaputt, oder? Puh. Oh, lass mich zufrieden. Sag mir, wer ich bin. Du bist ein Krieger. Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient. Du spürst das Tatar. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Auf der ganzen Insel versklaven Vaas und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Vaas zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Rache. Erreiche Vaas Insel. Hä? Wo bin ich? Was geht ab? Wo bin ich hier? Mal auf die Karte gucken. Hier, okay. Das ist Vaas seine Insel, oder wie? Alter, das ist eine krasse Folge heute. Das mit den Leichen war heute, oder? Ne, das war in der letzten Folge. Nee, das war in dieser Folge. Genau, wir sind in dieser Folge mit zuerst in den Heli dann abgeschossen worden. Von Vaas abgeschossen worden wieder zum zweiten Male. Dann durch die Leichen durchgekrabbelt. Dann das Tatau-Monster besiegt. Dann mit der Dingster-Bumster Sidrak schlafen oder so. Ey, das ist ja gestört, die Folge. Jetzt brauche ich eine kurze Pause. Und ihr könnt euch schon mal auf den nächsten Part wieder freuen. Das war bis jetzt echt der geilste Part und 3000 XP, wieder einen Fähigkeitspunkt erhalten. Schön, darum kümmern wir uns im nächsten Part. 13 neue Fähigkeiten wurden im... Yes, endlich, Zeit wird's. Da schauen wir uns ja nächstes Mal ausführlich das an. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's. Euer Fleshy. Ciao.